27. Dezember, 10.35 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 3. Vermasselt es nicht, Larry. Das Gericht tagt wieder. Zeuge, bitte machen Sie Ihre Aussage zu allem, was Sie in der Nacht des 24. Dezember sahen. Okay, überlass es mir. Bitte, Larry, versau das hier nicht. Ich gebe es ungern zu, aber du bist unsere letzte Chance. Von Kama hatte nicht mal Zeit, den Zeugen vorzubereiten. Ich hoffe nur, dass Edward recht hat und das unsere Gelegenheit darstellt. Zeugenaussage, die Mordnacht. Ich muss mich mal eben kurz anders hinsetzen. Rumpel die Pumpel, quietsch, quietsch, quietsch. Verrenkungen. Immer noch nicht ganz. Entschuldigung, ich mach's so spannend. Schon viel besser. Schon viel, viel besser. So. Die Mordnacht. Los geht's. In dieser Nacht war ich mit einem Boot auf dem See rausgefahren. Ich suchte noch etwas und ich fand es. Also brachte ich das Boot leise wieder an den Steg des Bootsverleihs. Als ich gerade daran dachte, nach Hause zu gehen, hörte ich dieses Ping. Ich schaute auf den See, bemerkte aber das Boot nicht. Nachdem ich also einen einzelnen Schuss hörte, ging ich nach Hause. Das ist eine ungewöhnlich vage Zeugenaussage, sogar für dieses Verfahren. Wie dem auch sei, Herr Wright, Sie können mit dem Kreuzverhör beginnen. Ja, euer Ehren. Was ist los, Nick? Das ist Larry. Ich habe keine Ahnung, was er sagen wird, wenn ich ihn angreife. Ich habe ein bisschen Angst. Wir sind bis hierher gekommen. Wir können nicht mehr zurück, Nick. Oh Junge, das tut mir echt leid, Larry. Ich weiß, du wirst helfen, aber wir müssen dich ins Kreuzverhör nehmen. Alles klar. Stimmt das nicht, Herr Wright? Da stimmt so viel nicht, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Oh. Nun, okay. Zuerst einmal, wie spät war es? Oh, es war noch 23 Uhr, als ich mit dem Boot rausfuhr. Alle anderen waren um diese Zeit bereits nach Hause gegangen. Also wartete ich, bis die Luft rein war, sozusagen. Und warum waren Sie so spät mit dem Boot draußen? Ich suchte nach etwas und ich fand es. Nach was denn, bitteschön, Larry? Suchten nach etwas? Ja. Herr Butz, wonach suchten Sie? Wonach der Zeuge suchte, ist irrelevant. Wahrscheinlich jagt er diesem Gertie hinterher. Es würde mich nicht mal wundern, wenn das tatsächlich der Wahrheit entspräche. Es ist alles irrelevant. Bringen wir es hinter uns. Also brachte ich das Boot leise wieder in den Steg des Bootsverleihs. Um welche Zeit war das? Mal sehen. Ich schätze, ich habe etwa eine Stunde da draußen gesucht. Wird wohl so um 0 Uhr gewesen sein. Ja. Sie sind sich nicht sicher? Hey, gucken Sie mich nicht so an! Ich bin keine menschliche Sonnenuhr, okay? Heutzutage benutzen die Menschen Uhren, Larry. Als ich gerade daran dachte, nach Hause zu gehen, hörte ich dieses Peng. Ein Peng also. Und wo kam das Geräusch her? Ja nun, da war ich zuerst auch nicht sicher. Ich habe mich umgesehen, verstehen Sie? Haben Sie auf den See geschaut? Ja, habe ich. Ich schaute auf den See und bemerkte das Boot aber nicht. Bemerkte das Boot nicht? War da nicht ein Boot auf dem See? Kein Boot? Ruhe, Ruhe! Nun, Herr Butz! Wow, wow! Beruhigt euch alle mal, okay? Ich meine, es war echt neblig in dieser Nacht. Ich weiß nicht, ob da ein Boot draußen war oder nicht. Okay, kein Problem. Das ist ja nur der wichtigste Teil dieses Falls. Nachdem ich also einen einzelnen Schuss hörte, ging ich nach Hause. Das glaube ich dir auch, wenn du so schwitzt und den Daumen hochstreckst, Larry. Sie haben also nur ein Peng gehört, richtig? Ja. Oh. Nun, Nick? Das war eine ziemlich schwammige Aussage, oder? Ich schätze, ich sollte einfach damit anfangen, die Widersprüche aufzuzeigen. Entschuldige. Ich wünschte, ich könnte hilfreicher sein. Könnte ich nur meine Schwester rufen? Nun gut, aber so unwahrscheinlich ist die Aussage von Larry gar nicht. Sehen wir uns mal die Fakten an. Die gute
Lotta, genau, hat gesagt, sie hörte zwei Geräusche wie Schüsse kurz nach Mitternacht am 25.12. Pass auf, aber es gibt auch zwei Fotos. Das ist das zweite Seefoto, genau. Zeigt den leeren See automatisch am 24.12. um 23:50 geschossen. Das heißt, es gibt ein Foto, das durch ein Ping ausgelöst wurde, wo kein Boot auf dem See ist. Er sagt also eigentlich die Wahrheit. Er hat nur wahrscheinlich einfach das zweite Ping gar nicht gehört. Weil er da schon weg war. Das wiederum würde bedeuten, dass der Mord am 25. passiert ist. Also schon nach Mitternacht, genau. Als es um die Pfand ist, dann braucht das Boot wieder ein Stück des Boots, so dass dann hört er hier einen Ping, weil dann sehe ich das Boot nicht, dann also einzelne Schuss, heute ging ich nach Hause. Tut mir leid, aber das sagt Lotta leider was anderes. Moment, Larry. Was? Sie haben nur ein Ping gehört? Sind Sie sicher? Das habe ich doch gesagt. Aber Frau Lotta Hart sagte gestern aus, sie habe zweimal Ping gehört. Und der alte Mann sagte vorhin das Gleiche. Sie hörten beide zwei Schüsse in dieser Nacht. Hä? Haben Sie nicht zugehört? Haben Sie ihnen überhaupt Aufmerksamkeit geschenkt? Jo, Nick, bitte! Hä? Weißt du, etwas stört mich. Ich bin ein Zeuge, ja? Sowas wie ein Kunde hier. Also musst du mich nett und freundlich und so behandeln, okay? Herr Butz! Was? Sie haben nur einen Schuss gehört. Sind Sie sicher? Tja, um die Wahrheit zu sagen, ich bin nicht sicher. Hä? Nicht sicher? Wie können Sie nicht sicher sein? Ja, nun, ich könnte den zweiten Schuss überhört haben. Ich hörte etwas anderes. Etwas anderes. Mein Radiokumpel über Kopfhörer. Was? Ruhe, Ruhe, und hören Sie mit dem Buhen auf! Herr Butz, Sie haben über Kopfhörer Radio gehört? Ja, na und? Ist das ein Verbrechen? Ich höre Radio, jeder hört Radio, was ist dabei? Heutzutage hört niemand mehr Radio. Herr von Karma, Ihre Meinung? Zeitverschwendung. Ich akzeptiere weder diesen Zeugen noch seine schlampige Aussage. Nun, Herr Wright, sollen wir mit der Aussage fortfahren? Es ist eine schwierige Entscheidung. Ich würde ihn eigentlich noch weiter aussagen lassen, weil, wie ich bereits erwähnt habe, er hat ja eigentlich recht. Weil es gab ja zwei Schüsse, aber in einem Schuss war kein Boot auf dem See. Und wenn wir jetzt aufhören, dann war's das für Edgeworth. Machen wir nochmal fortfahren. Was ist schon dabei? Euer Ehren? Bitte, bitte erlauben Sie dem Zeugen, seine Aussage fortzuführen. Puh. Es gibt nichts Peinlicheres als einen Anwalt, der nicht erkennt, wann er verloren hat. Nun gut, Herr Butz, sagen Sie aus und denken Sie daran, Kleinigkeiten wie Ihr Radio einzubauen. Sicher, überlass es mir. Das würde ich nicht, wenn es noch einen anderen Ausweg gäbe, glaub mir. Zeugenaussage, was Larry hörte. Es ist einsam, am Weihnachtsabend allein zu sein. Darum höre ich eine Anrufershow im Radio, klar? Ich hatte die Lautstärke voll aufgedreht. Aber ich bin sicher, dass ich diesen Schuss hörte. Ich erinnere mich genau daran, was der DJ sagte, als ich ihn hörte. Sie hörten ein Radio. Sehr laut. Ja, wo ist das Problem? Kann man nicht mehr in Ruhe Radio hören? Ist das doch kein freies Land mehr? Ich glaube wirklich, dass Larry keine Ahnung hat, wo das Problem liegt. Richter, glauben Sie auch nur ein Wort von dem, was der Zeuge sagt? Er hörte vermutlich nur einen Trommelrhythmus in diesem Radio. Wohl wahr, es ist schwer, dieser Aussage Glauben zu schenken. Moment, euer Ehren. Der Zeuge sagt, er erinnert sich genau, was der DJ sagte, als er den Schuss hörte. Entschuldigung? DJ? Ein Ansager, der Kerl, der im Radio spricht. Wie dem auch sei. Das bedeutet, als er das Geräusch hörte, lief keine Musik. Der DJ spricht nur zwischen den Liedern, also könnte er den Schuss gehört haben.
Ich möchte den Zeugen ins Kreuzfeuer nehmen, euer Ehren. Nun gut, Herr Wright. Ich kann nicht glauben, dass ich diese Charade fortführe. Aber es ist unsere einzige Hoffnung. Was Larry hörte, Kreuzverhör. Es ist einsamer, weihersam, allein zu sein. Sie haben also das Radio eingeschaltet? Korrekt. Ich wollte einfach nur eine andere Stimme hören, klar? Sie wissen nicht, wie es ist, am Weihnachtsamt allein da draußen zu sein. Allein. Ich hätte besser nichts gesagt. Ja, man hört sich eine Anruferschirm im Radio, klar? Eine Anruferschirm? Erinnern Sie sich zufällig noch an das Programm, das Sie hörten? Das hat mit dem Fall nichts zu tun, euer Ehren. Einspruch stattgegeben. Der Zeuge hörte Radio. Mehr müssen wir nicht wissen. Sagen Sie uns, Herr Butz, wie laut hatten Sie das Radio in dieser Nacht? Ich hatte die Lautstärke voll aufgedreht. Voll aufgedreht, wow. Voll aufgedreht? Ja, klar. Und Sie benutzten Kopfhörer? Yep. Dann konnten Sie doch sicher gar nicht hören, was um Sie herum vor sich ging. Aber ich bin sicher, dass ich diesen Schuss hörte. So, warum denn? Können Sie das beweisen? Nein, natürlich nicht. Ich kann es nicht beweisen. Aber ich erinnere mich deutlich an diesen Moment. Ich meine, während ich darüber sprach, kam alles wirklich deutlich wieder, okay? Ich erinnere mich genau daran, was der Dude sagte, als ich ihn hörte. Was sagte er denn? Was sagte er? Herr Wright, bitte unterlassen Sie diese zwecklosen Fragen. Was könnte es uns wohl nutzen, zu wissen, was ein Radio-DJ sagte? Wohl wahr, Herr von Karma hat recht. Ich erlaube diese Frage nur, wenn Sie mir erklären, warum es wichtig ist. Das ist wichtig. Es ist wichtig, euer Ehren. Natürlich ist es das. Warum? Nun, woher sollen wir wissen, das wissen, wenn wir nicht fragen, hm? Gut, dann bitte. Herr Butz, machen Sie Ihre Aussage. Was sagte der Radioansager, als Sie den Schuss hörten? Gerade als er sagte, hey, es ist fast Weihnachten, hörte ich den Schuss. Aha! Sind Sie sicher? Natürlich bin ich das. Sie hatte diese wirklich sexy Stimme. Vielleicht hatte Herr von Karma recht. Ich bin nicht sicher, dass uns das hilft. Dies ist die lächerlichste Zeugenaussage, die ich je gehört habe. Aber es gibt darin einen Hoffnungsschimmer. Ich muss dranbleiben, bis wir endlich wissen, was passiert ist. Gemeinsam Weihnachtsabend allein zu sein. Er sagte, hey, es ist fast Weihnachten, hörte ich den Schuss. Es ist jetzt kein Widerspruch, aber... Zeigt den leeren See, automatisch am 24.12. um 23.50 Uhr geschossen. Gut, das ist halt ein Spiel, das amerikanisch lokalisiert wurde. Da ist Weihnachten ja am ersten Weihnachtsfeiertag, also am 25. Und 23.50 Uhr klingt für mich wie fast Weihnachten. Das hier ist ja schon danach. Das ist ja schon 0.15 Uhr am 25. Kann ich das jetzt hier vorlegen, ist die Frage. Hey, es ist fast Weihnachten, hörte ich den Schuss. Ich würde vielleicht kurz zwischenspeichern. Und bin dann gleich wieder da. Sorry, ich hoffe, das geht jetzt nicht wieder so los wie bei der letzten Gerichtsverhandlung. Ich werde mich bemühen und speichere im Voraus, damit wir noch genug Versuche übrig haben. Bis gleich! Okay, da sind wir wieder. Wir versuchen das mal. Gerade als er sagte, hey, es ist fast Weihnachten, hörte ich den Schuss. Zeigt den leeren See. Automatisch am 24.12. 23.50 Uhr geschossen. Nope. Tatsächlich nicht. Nein, weil es kein Widerspruch ist. Keinerlei Widerspruch. Denken Sie nach, bevor Sie Anschuldigungen erheben, Herr Wright. Gut. Gerade als er sagte, hey, es ist fast Weihnachten, hörte ich den Schuss. Kann ich das nochmal angreifen?
Sind Sie sicher? Natürlich bin ich das. Also wirklich sexy Stimme. Einsam Weihnachtsabend allein zu sein. Ich war schon im Radio, war ich davor aufgeregt, dass ich Schuss hörte. Ich erinnere mich genau, was der DJ sagte, als ich ihn hörte. Gerade als er sagte, hey, es ist fast Weihnachten, hörte ich den Schuss. Vielleicht muss ich erstmal den Gegenbeweis dafür finden, weil das ist ja das erste Foto, das uns vorgelegt wurde. Und das wurde schon am 25.12. aufgenommen, um 0.15 Uhr. Ich versuch's mal. Ha! Larry, sind Sie ganz sicher, dass es stimmt, was Sie sagen? Was ist mit deinem Gesicht los? Du siehst zum Erschrecken aus, Kumpel. Hey, wenn Sie versuchen, mir Angst zu machen, sollten Sie wissen, das ist nicht leicht. Stimmt das nicht, Herr Wright? Euer Ehren, hörten Sie, was der Zeuge gerade sagte? Der DJ sagte, hey, es ist fast Weihnachten, als er den Schuss hörte. Genau. Und? Fast Weihnachten heißt, es war noch nicht Weihnachten. Wissen Sie, was das bedeutet? Als er den Schuss hörte, war es noch Heiligabend. Das scheint so zu sein, ja. Aber er hätte diesen Schuss nach Mitternacht hören müssen. Dieses Foto ist der eindeutige Beweis dafür. Sehen wir uns die Zeit auf dem Foto von Frau Hartz vom Schuss ausgelöster Kamera an. Meine Güte. 25.12. 0:15. 15 Minuten nach Mitternacht, am Weihnachtstag. Das ist ein klarer Widerspruch, euer Ehren. Da hat er recht, das ist ja schon Weihnachten. Ruhe, Ruhe. Was bedeutet das? Die beiden vorherigen Zeugen hörten die Schüsse nach Mitternacht. Aber dieser Zeuge sagt aus, er habe den Schuss vor Mitternacht gehört. Richter, die Antwort ist einfach. Der momentane Zeuge irrt sich ganz eindeutig. Sehen Sie ihn sich nur an. Verdächtig. Was? Nun, Herr Wright. Was denken Sie über Hennebunds Behauptung, er habe den Schuss vor Mitternacht gehört? Larry liegt falsch. Larry hat recht. Larry hat sich nicht geirrt, euer Ehren. Er hörte einen Schuss vor Mitternacht.